Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zu dem heutigen Thema Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüdemann. Ja, bevor wir jetzt direkt loslegen, möchte ich Sie einfach wie jedes Mal fragen, ob von der Technik her alles in Ordnung ist, ob Sie mich hören können, ob Sie das Bild sehen können. Vielleicht können Sie mir da kurzes Feedback geben über die Chat-Funktion, damit ich weiß, dass soweit alles passt. Ja, da kommt schon direkt das Feedback. Vielen Dank dafür. Ja, es passt alles wunderbar. Perfekt. Danke dafür. Ja, diese Chatfunktion können Sie natürlich auch gerne während des laufenden Webinars nutzen. Wenn Sie Fragen haben zu dem aktuellen Thema, also jetzt zu dem aktuellen Marktausblick, denke ich mal, dann können wir auch die eine oder andere Frage dann im Laufe des Webinars beantworten. Ich werde die Fragen mit beobachten. Das heißt, dass der Mario sich auf seinen Vortrag und auf seine Analysen konzentrieren kann. Das heißt, da werde ich das Webinar begleiten. Ja, es kommt schon die erste Frage rein, ob es eine Aufzeichnung gibt. Ja, ich habe die Aufzeichnung schon gestartet. Das heißt, Sie haben dann auch noch die Möglichkeit, das Webinar sich im Nachgang nochmal anzuschauen. Wo finden Sie die aufgezeichneten Webinare von uns? Ja, ist im Prinzip relativ einfach auch zu finden, sowohl auf der FXZ-Seite als auch auf der CapTrader-Seite. Ich zeige Ihnen das aber trotzdem nochmal gerne. Sie finden das hier unter Training und dann unter dem Punkt Videos. Ich klicke da jetzt nochmal drauf und jetzt sollten Sie eigentlich unsere Video-Homepage sehen mit den unterschiedlichen Kategorien hier bei FXZ, mit den unterschiedlichen Themen. Das heißt, wenn Sie sich dort für ein bestimmtes Video interessieren, dann finden Sie es hier in der jeweiligen Kategorie einsortiert. Das gleiche natürlich auch bei CapTrader. Da wechsle ich nochmal eben den Bildschirm. Jetzt sollten Sie die CapTrader-Homepage sehen. Dort gibt es auch unter dem Punkt Training den Punkt Videos. Ja, und wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie es auch hier eine eigene Kategorie von Mario Lüdemann, die wir hier angelegt haben, wo es halt hauptsächlich zur Markttechnik halt die Webinare, die wir aufgezeichnet hatten, aber natürlich auch zum Thema Bewegungshandel, Trendhandel und so weiter. Also das haben wir hier aufgeführt, aber Sie finden auch noch andere Videos hier in der allgemeinen Kategorie unter Charttechnik, beziehungsweise natürlich hier unter dem Button Alle Videos. Da finden Sie das Ganze nochmal übersichtlich dargestellt. Okay, das dazu. Ja, eine Frage kommt jetzt, ab wann stehen die Videos zur Verfügung? Das kann man so pauschal nicht beantworten, weil wir die im Nachgang immer noch bearbeiten. Wir erstellen ja, wie Sie das hier teilweise sehen können, auch eine Timeline. Wie zum Beispiel jetzt hier zur Agina Trader Handelsplattform. Ja, da sehen Sie ja hier wie das ganze Webinar eingeteilt ist in verschiedene Bereiche. Und dann sehen Sie hier diese Zeitleiste oder Timeline, wo man sehen kann, ab welcher Minute welches Thema angesprochen wird. Ja, und diese Bearbeitung dauert halt schon mal ein, zwei Tage. Das heißt, das Video ist jetzt nicht direkt eine Stunde später im Anschluss verfügbar, sondern da müssen Sie sich bitte ein, zwei Tage oder zwei, drei Tage halt gedulden. Ja, aktuell ist es ja sehr spannend, was an den Märkten abgeht. Die amerikanischen Märkte markieren im Prinzip ein neues Hoch nach dem anderen. Hier in Deutschland bzw. Europa sieht es ja ein bisschen anders aus. Ja, und ich denke, da kann Mario einiges zu sagen. Ich möchte aber im Vorfeld noch auf eine Aktion hinweisen, falls Sie die noch nicht gesehen haben, und zwar die Webinarreihe CFDs erfolgreich handeln. Die startet am 21. April. Ja, das ist eine Webinarreihe, die wir im Prinzip unterstützen, eine Webinarreihe von Mario Lüdemann. Ich denke, er sagt gleich auch noch was dazu. Und ja, Beginn ist der 21. April. Sie können sich auf der Homepage von Mario anmelden für dieses Webinar. Die Bedingungen stehen alle hier auf unserer Homepage von FXZ. Das heißt, Sie können sowohl daran teilnehmen, wenn Sie ein CapTrader-Konto eröffnen oder auch ein FXZ-Konto, aber auch als Bestandskunde. Der Vorteil ist, wenn Sie als Kunde, egal ob neu oder Bestandskunde, an der Webinarreihe teilnehmen, werden wir das Ganze sozusagen sponsern.
und ja, unter welchen Bedingungen wir da sponsern, das könnt ihr hier Schritt für Schritt durchlesen. Ja, also hier ist ein Aktionszeitraum, nochmal ganz kurz, wenn Sie ein Konto bis zum 15.06. eröffnen, das heißt, Sie haben also noch Zeit, Sie müssen sich da jetzt nicht morgen entscheiden und dann erstatten wir Ihnen die Kommission, die Sie in diesem Zeitraum dann halt bei uns getradet haben. Bis zu 140 Euro und damit erhalten Sie dann 50% Gutschrift auf die Webinarkosten in Höhe von 280 Euro. Ja, wie gesagt, alles können Sie hier ausführlich auf der Homepage nachlesen. Gilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Jetzt kommt gerade eine spannende Frage auch rein. Und zwar, wenn man die Agena Trader Lizenz über CapTrader hat und die Anbindung an FXZ kommt, kann man FXZ dann auch mit anbinden? Ja, natürlich. Wir werden dann der erste Broker sein, im Prinzip der zwei verschiedene Konten oder die erste Bank in dem Falle, Wertpapierhandelsbank, die zwei verschiedene Konten anbietet, und zwar einmal das FXZ-Konto und einmal das CapTrader-Konto, die beide mit dem Agena Trader verbunden werden können. Und dann können Sie verstärkt CFDs und Forex über FXZ beispielsweise handeln und dann Aktien oder Futures oder ETFs, was Sie halt direkt über die Börse handeln, dann halt über CapTrader. Das wird bald möglich sein und ja, wir freuen uns sehr darauf, dass wir Ihnen dieses Angebot dann auch anbieten können. Ja, diese Aktion, die Sie jetzt hier sehen, ist noch etwas ganz Neues, dass es auch möglich ist, mit 2.000 Euro ein CapTrader-Konto zu eröffnen. Das heißt, wenn Sie jetzt überlegen, ein Konto zu machen, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, weil wir bisher eine Kontoeröffnungshürde bei 4.000 Euro hatten und haben die extra gesenkt, dann und wollen das Ganze halt mit einem ausführlichen Webinaren, also im Education-Bereich halt unterstützen. Das heißt, Sie können dann auch ein sogenanntes Education-Paket von uns bekommen. Das heißt, in Form von Büchern unterstützen wir hier die Ausbildung unserer Kunden. Ja, das Gleiche gilt auch bei FXZ. Wenn Sie dort ein Konto mit 2.000 Euro eröffnen, Sie finden das hier auch unter dem Punkt Training, Kurs, Mario Lüdemann. Ja, auch dann wieder zu dieser Webinarreihe erfolgreich CFDs handeln. Dort können Sie sich ebenfalls halt registrieren für diese Webinarreihe und für den Bonus. Gut, das war es schon mal von meiner Seite. Ich möchte jetzt gar nicht so lange hier auf die Folter spannen und ich würde sagen, wir legen dann auch direkt los, Mario. Ich hoffe, du kannst mich hören. Wenn das der Fall ist, dann, wenn alles soweit passt, dann schalte ich zu dir rüber. Alles klar, vielen Dank, Andreas. Ich hoffe, es können mich alle laut und deutlich hören. Bedanke mich nochmal für die Vorworte. Ich komme vielleicht ganz zum Ende nochmal kurz auf die Webinar-Reihe zu sprechen. Würde jetzt erstmal vielleicht starten mit meinem Ausblick auf die Woche, auf die nächsten Wochen. Diese Webinarreihe wird jetzt kontinuierlich stattfinden und zwar immer am ersten Montag eines Monats. Das heißt, wir werden hier also regelmäßig uns die Märkte gemeinsam anschauen, Indizes, Währungspaare, aber auch eben Aktien. Wo lohnt es sich eigentlich unter markttechnischen Gesichtspunkten hier einzusteigen? Und ich werde zukünftig dann auch den ein oder anderen Trade von mir einfach mal vorstellen, wie ich an die ganze Sache rangehe, so dass wir nicht nur einen theoretischen Ausblick haben, sondern auch einfach den praktischen Handel mit dazu bekommen. Starten möchte ich heute mit dem FDAX beziehungsweise auch mit dem ein oder anderen Wert vielleicht daraus und dann auf die US-Indizes, Währungspaare, dass wir einfach mal schauen, wie weit uns der Tag hier heute bringt. Der Andreas hat es ja vorhin schon kurz gesagt, wir haben tatsächlich unterschiedliche Bewegungsmuster derzeit, das heißt, die amerikanischen Märkte sind recht stark, während der deutsche Markt doch sehr schwächelt. Und ich habe jetzt einfach mal den Chart ganz in groß aufgemacht, damit man einfach mal sieht, was ist denn hier eigentlich in den letzten Monaten passiert. Und dann kommen wir einfach mal auf den kleinen Bereich, das heißt auf den Tageschart. Der ein oder andere von Ihnen kennt ja auch wahrscheinlich meinen Wochenausblick, den ich immer auch montags veröffentliche. Kommen wir zum Schluss auch nochmal drauf, wo Sie den finden. Und werde jetzt aber auch heute mal von den großen Bildern auch ins Kleine gehen. Das heißt, dass man auch mal schauen kann, wo kann ich vielleicht intraday den einen oder anderen Trade finden.
Wenn wir uns den DAX an sich auf der großen Zeiteinheit anschauen, da sehen wir natürlich, wenn wir jetzt ganz, ganz langfristig uns das anschauen, dass wir natürlich hier schon einen sehr sauberen Trend hatten, der hier wirklich auch sehr, sehr lange angehalten hat. Gerade so im letzten Jahr haben wir wirklich eine sehr, sehr starke Bewegung gesehen, die vom Tief ungefähr bei 8.000 bis zu 12.000 hochgeführt hat. Das heißt, wir hatten ja wirklich einen sehr starken Anstieg von 50%, haben dann allerdings, wie man hier sehen kann, wenn wir ein bisschen runterscrollen, doch eine recht starke Abwärtsbewegung seitdem gesehen, die sich dann auch noch in diesem Jahr weiter verstärkt hat. Also es ging dann hier doch recht stark bergab, man kann das hier ganz gut sehen. Dann hier eine starke Aufwärtsbewegung und dann hier im Prinzip nochmal das finale Tief. Und wir haben uns eigentlich von dieser starken Abwärtsbewegung noch nicht so wirklich richtig lösen können. Ich gehe eigentlich immer so vor, dass ich als Hilfsmittel auf jeden Fall mir immer nochmal den EMA 200 mit in einen Chart einlege, damit man einfach erstmal so ein grobes Bild hat, wo befinden wir uns denn eigentlich. Also selbst wenn man jetzt mal ohne Markttechnik herangehen würde, wenn man das vergleicht, dann sieht man halt hier, dass wir hier doch im Moment noch unterm EMA 200 sind und dass das eigentlich eine Phase ist, wo wir eigentlich noch nicht so wirklich nach oben gekommen sind. Wir sehen zwar, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer noch hineinzoomen, dass der Markt tatsächlich sich natürlich von den Tiefs gelöst hat und prozentual gesehen ist das natürlich auch schon einiges. Wenn wir schauen, dass wir hier beim Tief bei etwa 8.700 waren, sind dann bis etwa auf 10.100 hochgelaufen. Das ist natürlich schon 14-15% Bewegung, die wir gesehen haben. Das Ganze ist auch hier sehr schön gelaufen, also wirklich sehr sauber nach oben, so dass man den ein oder anderen Trade finden konnte. Ich selber handle allerdings in solchen Phasen, was für mich erstmal hier im DAX erstmal nur eine Korrektur des großen Trends nach unten darstellt, wirklich nur auf Intraday-Basis. Das heißt, ich würde hier keine Trades versuchen, auf Tagesbasis oder auf Stundenbasis zu eröffnen. Das habe ich ja im Prinzip in den letzten Wochen immer wieder auch in meinem Wochenausblick angekündigt, dass es aus meiner Sicht nicht so sinnig ist, auf großen Zeiteinheiten hier wirklich Trades zu machen. Was anderes ist es, wenn man intraday schon in einen Trade hineingekommen ist, auf Basis vielleicht aus Minuten- oder 5-Minuten-Chart oder auch 10 Minuten und hat dann vielleicht sukzessive vielleicht Teilverkäufe machen können und dann in den Stundenchart gebracht oder sogar in den Tageschart in der Einzelaktie, da macht es Sinn. Aber ansonsten sieht man hier, dass hier wirklich sehr, sehr wenig Dynamik im F-DAX im Moment vorherrscht. Also selbst wenn man jetzt hier vor einigen Wochen auf der Höhe hier am Hoch eingestiegen wäre, man wäre im Prinzip auf dem gleichen Level. Und deswegen macht es aus meiner Sicht halt wenig, wenig Sinn, hier derzeit im DAX auf den großen Zeiteinheiten hier zu handeln. Wie gesagt, intraday sieht das Ganze etwas anders aus, weil dann kann man natürlich zusätzlich den Stundenchart heranziehen, wo wir dann sehen, dass der Markt hier auch eine schöne Bewegung gemacht hat. Hier diese starke Abwärtsbewegung, die wir hier sehen, ich zeichne erstmal die Aufwärtsbewegung ein, hängt so ein bisschen damit zusammen, das ist der Anschlag gewesen vor einigen Tagen in Brüssel. Da gab es natürlich hier im deutschen Markt dann doch nochmal doch relativ viel Druck auf das Ganze. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass wir uns davon sehr, sehr schnell erholt haben. Intraday konnte man wirklich sehen, wir haben hier sehr schnell neue Höchststände erreicht. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, dann sehen wir, dass wir eigentlich keine richtigen neuen Hochs mehr derzeit zustande bringen. Also wenn wir hier schauen, der Markt macht zwar hier oder hat hier in den vergangenen Tagen neue Hochs gemacht, diese sind aber nicht mehr signifikant. Das heißt hier wirklich, der Markt schafft es eigentlich nicht nach oben zu kommen, während die US-Märkte, kommen wir gleich drauf, wesentlich stärker sind. Das heißt, wir haben hier letzte Woche Mittwoch schon, sind wir hier an den Hochs gescheitert und am Donnerstag ging es dann doch recht schnell bergab und auch heute zeigt der Markt hier sehr viel schwächer. Also ich würde hier auf jeden Fall im deutschen Markt momentan nicht versuchen, auch in Aktien hier große Positionen aufzubauen, es sei denn, man ist jetzt im Intraday-Handel unterwegs, gerade so, wenn jetzt Nachrichten im Minutenbasisbereich kommen. Wir finden gleich viel, viel bessere Möglichkeiten im US-Markt, das Ganze umzusetzen. Eine Position habe ich derzeit noch offen, die kommt nämlich aus dem kleinen Zeiteinheit, nämlich aus dem 5-Minuten-Chart, möchte ich auch hier kurz zeigen. Habe ich hier gerade in dem Ordner drin. Und zwar ist das die Thyssen-Aktie. Da bin ich schon vor einigen Tagen eingestiegen. Im 5-Minuten-Chart konnte dann die Aktie auf eine größere Zeiteinheit überführen, auf die Stunde und dann auf den Tag. Das heißt, ihr Einstieg kann man ganz gut sehen, war inklusive Gebühren bei 15
65 in etwa. Dann kann man hier auch wirklich dann ganz gut sehen im Stundenchart, wie der Markt hier wirklich sehr schön sauber nach oben gelaufen ist. Ist jetzt heute etwas zurückgekommen, nachdem wir hier am Freitag sehr gut nach oben gekommen sind. Ich werde auch diese Position noch weiter halten, ganz klar. Denn aus markttechnischen Gesichtspunkten, wenn wir uns den Tageschart anschauen, wo ich momentan den Stop verwalte, besteht eigentlich überhaupt kein Grund, hier den Trade zu schließen. Denn wenn wir uns das anschauen, wie gesagt, Intraday den Trade eröffnet und dann über die großen Zeiteinheiten den Markt hier im Prinzip nach oben handeln lassen. Die Aktie befindet sich hier momentan schon über dem EMA 200, hat jetzt hier heute mehr oder weniger versucht, einen Retest zu machen, was sicherlich auch sehr interessant ist, wenn jetzt der Markt nämlich dieses Level hier halten kann und dann hier über den 1980-20 hinaus geht, haben wir hier auf jeden Fall gute Chancen, dass die Aktie hier noch weiter steigt. Das ist auch so der Vorteil, wenn man so im Screening-Bereich ist, denn wie gesagt, der DAX hat sich in den letzten Tagen und Wochen eigentlich kaum bewegt, hat nur wenige Prozentpunkte machen können. Wenn man allerdings gute Aktien findet im Screening, kann man hier sehen, kann man sehr leicht hier 20% mitnehmen, denn das ist tatsächlich hier auch bei der Aktie passiert. Ich setze hier mal den Distanzmesser dran, damit man mal so in ungefähr sehen kann. Also auf jetzigem Level etwa 20%, während der Markt im Prinzip ganz wenig Bewegung gemacht hat. Das heißt, man sieht hier wirklich, Screening ist extremst wichtig im Handel. Man kann natürlich immer hingehen und sagen, okay, ich handle nur den Index direkt. Klar, kann man machen, gibt sicherlich viele Gründe, warum man das macht. Ich bin allerdings ein ganz, ganz großer Freund davon, seinen Handel eher auf Aktien zu erweitern, weil wir hier einfach die Chance haben, überdurchschnittliche Performances zu erzielen. Zweites Beispiel, was ich noch dazu zeigen möchte, bevor wir gleich in den US-Markt gehen, die Adidas-Aktie zum Beispiel, die befindet sich hier knapp unter den Jahreshochs. Die hat letzte Woche ein neues Jahreshoch gemacht und das, obwohl die Aktie im Vergleich zum, oder gerade weil die Aktie im Vergleich zum Index hier wesentlich stärker ist. Die hat die ganze Korrektur, die der Index gemacht hat, zum Beispiel überhaupt nicht mitgemacht. Und das zeigt natürlich, wie viel Stärke hier in so einem Wert ist. Und wenn wir solche Werte natürlich durch unser Screening finden, dann haben wir hier natürlich einen ganz, ganz großen Vorteil. Auf der linken Seite kann man noch ganz gut sehen, wir haben die Adidas-Aktie auch im letzten Jahr im Oktober schon gehandelt im Bereich kleines Konto Großtraden, war einer der großen Performance-Bringer schon im Herbst letzten Jahres und auch in diesem Jahr sehen wir wirklich sehr gut, wie die Aktie wesentlich stärker unterwegs ist als der Index. Kommen wir nun zum nächsten großen Markt, und zwar den S&P 500 Index. Da vielleicht auch zuerst im Tageschart und dann kommen wir auf den Intraday-Bereich. Die Aktie oder der Markt hat hier, der Future, ein sogenanntes Doppeltief im Frühjahr dieses Jahres gemacht. Man kann das hier ganz gut sehen. Wir haben hier so ein Tief bei 1.800 Punkten gehabt, sind dann sehr, sehr stark angelaufen in der ersten starken, großen Bewegung, die wir gemacht haben, sind hier über die Hochs bei 1.930 hinausgelaufen bis knapp an den EMA 200. Und der EMA 200 ist deswegen so wichtig aus meiner Sicht, weil er eben von sehr, sehr vielen großen Händlern auch beachtet wird. Das heißt, man sieht hier wirklich sehr viele, die darauf achten, ob man oberhalb oder unterhalb ist. Es ist sogar eine Nachricht in den großen Finanzzeitungen immer wieder wert, auch in Börsensendungen, wenn ein Markt durch den 200er geht. Das heißt, er wird schon sehr, sehr beachtet. Und wenn jetzt so ein Markt tatsächlich wie der S&P 500 hier herüberkommt, dann nochmal die Marke hier testet, dann ist das für uns eigentlich immer so, ja, man kann wieder mit einem guten Gefühl wieder anfangen, auf die Long-Seite im Trading zu wechseln. Und das habe ich auch schon in den letzten Wochen immer wieder in meinem Wochenausblick ja gesagt, dass es jetzt wieder Sinn macht, hier erste Position aufzubauen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, ich würde jetzt mit 100% meines Kapitals wieder mich engagieren wollen, aber ich bin seit 14 Tagen gut hier wieder im Markt aktiv, vor allen Dingen in Einzelwerten. Und das macht sicherlich sehr viel Sinn, denn wir sehen hier, der Index läuft hier wirklich sehr sauber. Für alle die unter Ihnen, die natürlich nur die Indizes handeln, macht es natürlich absolut Sinn, hier den S&P zu handeln, sei es jetzt als Future, sei es als CFD, ist eigentlich vollkommen egal, oder auch als ETF, weil dieser Markt wirklich sehr, sehr sauber läuft und das, wie gesagt, nicht nur auf den großen Einheiten, sondern eben, das wollten wir ja auch in diesem Marktausblick einfach mal zeigen, wenn man vielleicht Intraday handelt, auch hier kann man sehen, dass in den letzten Tagen wirklich es sehr, sehr gut nach oben gelaufen ist, hängt natürlich immer so ein bisschen
von der Trendgröße ab, in der man als Händler unterwegs ist, ganz außer Frage. Nichtsdestotrotz, wenn man hier sieht, dass die Märkte wirklich so sauber laufen, auch jetzt wieder am Freitag, da kann man wirklich sehen, hier lässt sich doch das ein oder andere wirklich sehr, sehr gut handeln, denn das ist eigentlich immer wichtig. Wir haben jetzt allerdings heute Nachmittag dann gesehen, dass wir tatsächlich ein wenig Schwäche kurz in den Markt bekommen haben, aber auch jetzt kommt der Markt eigentlich wieder aus der Korrektur heraus und das ist ja auch das Wichtige. Also es wird nicht nur immer nach oben gehen, egal in welchem Markt. Wir brauchen im Prinzip die Korrekturen, die sind sehr wichtig für uns, weil wir ansonsten erstens keine Möglichkeit haben, unsere Stops vernünftig nachzuziehen und zum anderen muss der Markt natürlich auch Luft zum Atmen haben, dass im Prinzip wieder neues Geld in den Markt hineinkommen kann und deswegen sind Korrekturen eigentlich sehr schön. Ich warte meistens sogar schon auf solche Korrekturen, damit man wieder die Trades, die man vielleicht vorher gehabt hat und geschlossen hat, jetzt wieder neue dafür aufmachen kann. Also wenn Trades, dann bietet es sich auf jeden Fall hier an im S&P bzw. im amerikanischen Markt, zum Beispiel in US-Aktien. Schauen wir uns auch noch den Nasdaq an. Auch hier vielleicht erst einmal kurzer Blick auf den Tageschart. Auch hier können wir sehen, der Markt ist hier Anfang des Jahres hier natürlich unter Druck geraten, wie die anderen Indizes auch. Aber der hat auch sich hier wirklich sehr, sehr schön wieder erholen können. Hier der Markt ist wirklich sehr schnell auch an den 200er EMA gelaufen, fast noch dynamischer und sauberer, als es beim S&P 500 passiert ist. Hat hier im Prinzip erst von unten diese Marke getestet und dann hier sehr schön nach oben gelaufen. Dann in der letzten Woche hier den Retest. Da habe ich nämlich noch gesagt gehabt im Wochenausblick, ich würde jetzt hier erst noch ein kleines bisschen warten, bis der Retest bestanden ist. Das ist jetzt hier passiert. Der Markt ist hier über die 4040 Punkte hinausgelaufen und von daher haben wir auch hier jetzt aus meiner Sicht wieder gute Chancen auf sehr gute Trades, sowohl im Index direkt als auch in den entsprechenden Aktien aus dem Nasdaq, weil dieses Aktienhandeln aus einem entsprechenden Index macht natürlich deswegen Sinn. Ich hatte das ja vorhin schon mal am Beispiel des DAXes gezeigt und Adidas und zum Beispiel Thyssen, dass wir hier eine überdurchschnittliche Performance erreichen können. Wenn wir uns anschauen, hier der Index selber ist hier vielleicht von 4.200 auf 4.500 gestiegen, was natürlich sehr, sehr viel ist. Wir haben hier gut 6-7% Performance, aber in Einzelwerten kann man hier natürlich locker in der gleichen Zeit auch 20% und mehr erreichen. Und das erreichen wir eben dadurch, dass wir uns die Märkte sehr, sehr genau anschauen, einen bestimmten Screening-Prozess, die Werte durchlaufen lassen und dann haben wir hier wirklich die Möglichkeit, hier den einen oder anderen Wert zu finden, der hier wesentlich stärker unterwegs ist. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal auf Stundenbasis an, damit wir da auch mal sehen können, wie es hier aussieht, weil wenn die Stunde uns ein Long-Signal zeigt, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, hier auch intraday aktiv zu werden. Und auch hier sehen wir natürlich eingezeichnet erstmal den großen Trend aus dem Tageschart, den ich vorhin eingezeichnet habe. Wir können aber auch genauso gut sehen, wenn wir jetzt intraday uns das Ganze hier anschauen, also wirklich den kleinen Trend, dass auch dieser hier sehr, sehr sauber nach oben läuft derzeit. Wir haben hier neue Hochs gemacht. So, jetzt ist der Markt zurückgekommen. Was hier auch immer sehr schön zu beobachten ist in den Märkten, das ist im Index so, aber noch besser kann man es fast in Aktien sehen, dass die Rückläufe, die wir hier sehen können, fast immer an die alten Hochpunkte laufen. Also auch daraus kann man natürlich, wenn man als Händler unterwegs ist, sich eine Strategie zusammenbauen. Im markttechnischen Bereich machen wir das ja auch, dass wir sagen, wir versuchen aus der Korrektur heraus hier wieder in den Markt hineinzukommen. Darum geht es heute ja gar nicht um Einstiegssetup, sondern um den großen Marktausblick. Aber man kann hier wirklich sehr, sehr schön sehen, wie das hier im Prinzip läuft. Der Markt macht hier den Ausbruch, kommt wieder zurück an die alten Hochpunkte, macht wieder dynamisch den nächsten Ausbruch. Dann hier heute die Korrektur auf Stundenbasis, auch wieder in etwa in dem Bereich der alten Hochs. Und was macht der Markt hier an dieser Stelle? Er löst sich hier wieder und steigt, fängt jetzt wieder an zu steigen. Also das ist eigentlich immer dieses Wechselspiel, was wir hier regelmäßig sehen. Wie gesagt, auch hier kann man es wirklich sehr schön sehen. Ausbruch, Rücklauf, hier wieder Ausbruch, Rücklauf und dann aus der Korrektur hier versuchen, in den Markt einzugreifen. Weil das ist wirklich der entscheidende Punkt im Trading. Denn wenn wir immer nur an den Hochs kaufen würden, dann wird es natürlich sehr schwer, wirklich eine sehr
hohe, große Performance zu erreichen. Das wollen wir ja im Prinzip alle. Wir wollen ja die Märkte schlagen. Das heißt, wir wollen eben mehr als diese 6-8% machen, die wir machen würden, wenn wir eine Buy-and-Hold-Strategie fahren würden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass sich sehr, sehr viele Trader schwer tun, alleine diese Marke schon zu schlagen. Das liegt an vielen unterschiedlichen Gründen, warum das so ist. Wir werden natürlich in der Webinar-Reihe Erfolgreich CFDs Handel hierauf eingehen und versuchen, Strategien zu entwickeln, damit man diese Outperformance sehr gut hinbekommen kann. Ein wichtiger Baustein dabei ist sicherlich das Screening, weil das natürlich uns die Möglichkeit verschafft, hier überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Und wie gesagt, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, wir könnten jetzt noch eine Zeiteinheit tiefer gehen, um uns einfach anzuschauen, wie schön man im Prinzip, wir haben gesehen, der Nasdaq ist im Tageschart positiv, im Stundenchart positiv und jetzt kann man natürlich auch hier zum Beispiel aus dem Index ableiten, dass man hier entweder hier auf einer kleineren Zeiteinheit long geht oder was häufig noch besser ist, eben in entsprechenden Aktien. Und das macht, wie gesagt, häufig Sinn. Ich gehe jetzt mal in den 5-Minuten-Chart und da kann man dann zum Beispiel hier auch sehen, hier in dieser Zone ist es dann zu einem neuen Trend gekommen. Ich mache das immer recht einfach, damit man das eigentlich erkennen kann, was denn hier passiert. Wir haben hier vorher eine Korrektur gesehen. Ich zeichne diese Korrektur hier auch einfach mal ein. Das war eine sehr starke Korrektur, die hier runtergekommen ist, so bis in den Widerstandsbereich hinein und von hier aus ist dann eigentlich dann der neue Bewegungsschub hier gegen 18 Uhr dann gestartet. Und das ist eigentlich genau das, worauf wir halt immer achten müssen, wenn der Markt in solche Zonen hineinkommt, dann unter markttechnischen Gesichtspunkten dann zu schauen, bekommen wir wirklich steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte, weil das ist ja eigentlich der Grund, warum wir hier in einen Markt hinein wollen, weil wir aus markttechnischer Sicht hier wirklich sehen, es gibt sehr viele Käufer im Markt. So, wenn wir das jetzt mal vergleichen, US-Markt, also S&P und Nasdaq, beide Märkte befinden sich oberhalb der wichtigen EMAs und dazu sehen wir eben, dass wir auf Tages- und auf Stundenbasis saubere Trends haben. Es macht also wirklich sehr viel Sinn, hier in diesen Märkten Ausschau zu halten nach einem Einstiegssignal, ob das jetzt als Ausbruchshandel ist, sei es als Bewegungs- oder Trendhandel. Das ist natürlich jedem immer selber freigestellt. Wie gesagt, werden auch in den anderen Webinaren natürlich darauf eingehen, wie man das jetzt genau angehen kann, aber man hat hier schon mal die grobe Auswahl, was möchte ich denn jetzt überhaupt traden und man kann jetzt zum Beispiel sehr gut sehen, dass man eben auch intraday besonderen Augenmerk eben auf den S&P oder Werte aus dem Nasdaq legen kann. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter, schauen wir mal, was machen vielleicht die Devisenpaare und dann werden wir noch auf einzelne Aktien zu sprechen kommen. Deswegen Devisenpaare, weil ich natürlich immer viele Anfragen bekomme von Händlern und Tradern, die natürlich sehr gerne auch Devisenpaare traden. Ich habe mein Hauptaugenmerk im Trading eigentlich nicht so auf den Devisenpaaren liegen. Das liegt daran, dass die Bewegungen häufig nicht so sauber sind wie im Aktienbereich. Trotzdem habe ich im letzten Jahr einige sehr, sehr gute Trades machen können im Euro-US-Dollar, wie sicherlich viele von Ihnen in der großen Abwärtsbewegung, die wir im letzten Jahr gehabt haben. Das war im Future im 6E. Da kann man es hier ganz gut sehen, die starke Abwärtsbewegung, die wir im Moment, die wir im letzten Jahr hatten. Nichtsdestotrotz, im Moment sind wir eben nicht mehr in dieser starken Abwärtsbewegung. Ich lade hier einfach nochmal ein paar Kurse mehr dazu. Hier kann man also wirklich sehen, wie der Markt hier sehr, sehr schön im letzten Jahr nach unten gelaufen ist. Also hier war es relativ einfach, so unter der Marke von 1,32 auf der Short-Seite zu handeln. Wir haben es ja immer wieder thematisiert in den Wochenausblicken oder auch in meiner Facebook-Gruppe, dass es hier auf jeden Fall Sinn macht, auf Tages- und auf Stundenbasis hier viele Trades zu machen. Aber natürlich auch immer, wenn wir auf diesen beiden Zeiteinheiten ein positives Signal haben, können wir fast immer intraday auch Trades suchen. Das heißt, das ist, ich nenne das immer das schönste aller Welten Prinzip, wenn also der Tag und die Stunde uns ein Go geben in eine bestimmte Richtung, dann bekommen wir auch im Intraday-Bereich häufig sehr, sehr saubere Chartbilder und dann macht es natürlich auch durchaus Sinn, hier im Devisenmarkt sich umzuschauen. So, schauen wir uns jetzt mal die aktuelle Lage hier an. Da kann man ganz gut sehen, dass der Markt sich hier wirklich auch über den 200er EMA abgesetzt hat. Auch hier haben wir ein sehr, sehr sauberes Bild, was sich in den letzten Wochen hier immer mehr etabliert hat. Hier dieser Trend nach oben und jetzt gerade
In den letzten Tagen kann man ganz gut sehen, haben wir hier wieder ein neues Hoch gemacht. Der Markt kämpft jetzt im Prinzip mit der 1,14 momentan. Und da macht es natürlich jetzt Sinn, durchaus jetzt auch auf die kleineren Zeiteinheiten wieder zu gehen, also in den Intraday-Bereich, um einfach mal zu schauen, wie sieht das Bild denn hier aus. Und hier kann man dann auch ganz gut sehen, dass wir hier eine recht große Korrektur gesehen haben. Und deswegen gehe ich halt immer da, wenn ich in einen Markt hinein möchte, wenn ich long traden möchte, schaue ich mir immer erst die Short-Seite an, einfach um zu sehen, was ist denn hier passiert, wo ist denn der Trend. Und wenn dieser Trend dann beendet ist, dann versuche ich mich dann eigentlich erst wieder in einen Markt hineinzukaufen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, dass man hier wirklich irgendwann mal so den Punkt findet. Hier haben wir das absolute Tief dann gehabt, dann ist ein neuer Trend dann oberhalb der 1,1150 entstanden. Und dann versucht man dann von hier aus dann entweder im Stundenchart oder natürlich im 10-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart dann in den Markt wieder hineinzukommen. Hier sehen wir, der Markt ist hier wirklich sauber runtergekommen. Für die Formationstrader, die sehen hier natürlich nicht nur das 1, 2, 3, was so ein Markttechniker sieht, sondern die sehen auch eine sogenannte Schulterkopf-Schulter-Formation, die sich hier darstellt. Das ist jetzt nicht mein Handelsansatz, aber im Prinzip spielt es auch gar keine Rolle, weil natürlich das, was der Formationstrader hier sieht, ist natürlich nichts anderes als markttechnisch gesehen eine Aufwärtsbewegung 1, 2, 3, wo der Markt hier wieder dann nach oben laufen kann. Und das ist ja auch wirklich sehr häufig der Fall. Der Markt kommt dann nochmal zurück und dann entsteht eine sehr, sehr dynamische Aufwärtsbewegung. Worauf ich hier auf jeden Fall nochmal hinweisen möchte, weil ich sehe das eigentlich in fast allen Coachings immer wieder, wird auch immer wieder danach gefragt, auch letzte Woche, als ich noch in Frankfurt war, bei einem Coaching, was passiert, wenn ich hier einsteige an einer solchen Stelle, ich bin im Gewinn und dann ziehe ich den Stop im Prinzip auf Break-Even oder vielleicht sogar inklusive Gebühren ein wenig ins Plus. Und was dann passiert, das sieht man wirklich hier sehr schön, es ist wirklich sehr häufig zu beobachten, dass Märkte dann tatsächlich diese Marken hier nochmal anlaufen, ob jetzt genau auf dem Punkt oder auch wie in diesem Fall hier jetzt nochmal leicht unterschreiten. Es ist wirklich gefährlich, dann im Prinzip einen Trade, der schön angelaufen ist, dann zu sagen, oh Mensch, ich möchte jetzt aber meine Gewinne nicht wieder hergeben und lege hier den Stop auf Break-Even. Wir werden darauf zu sprechen kommen, auch nochmal vielleicht am Mittwoch bei unserem Webinar Erfolgreich CFDs handeln, weil das ist wirklich ein wichtiger Punkt im Trading, dass man nicht sich von Angst und Gier leiten lässt im Trading, sondern versucht, möglichst coolen Kopf zu bewahren und im Trading dann wirklich so gut wie es geht versuchen, seine Emotionen, seine Gefühle außen vorzulassen. So, jetzt sehen wir hier nochmal eine recht knifflige Situation, was so die Chartzeichnung auch angeht. Denn wenn wir etwas genauer hinschauen, sehen wir eigentlich, dass der Markt hier doch sehr sauber hochgelaufen ist. Hier eine Korrektur eigentlich wieder an die alten Hochs gemacht hat und dann nochmal ein neues Hoch hier markieren konnte am 1. April. Dann gab es allerdings hier eine recht starke Abwärtsbewegung am Freitagnachmittag. Dabei sind natürlich hier die Stop-Marken bei etwa 1,1385, 1,1390 gezogen worden. Das heißt, die Händler, die jetzt hier unterwegs waren, werden natürlich dann häufig aus ihren Positionen herausgeholt worden sein, was natürlich dann besonders ärgerlich ist, wenn es dann anschließend sofort zu einem solchen Reversal hier kommt. Und das erleben wir natürlich sehr, sehr häufig, diese Reversals, dass hier die Stops einfach nur gezogen werden. Das erleben wir sehr häufig im FDAX, das erleben wir aber allerdings auch sehr, sehr häufig im Euro-US-Dollar, gerade auf den kleinen Zeiteinheiten. Da muss man als Händler einfach mit leben. Es gibt natürlich die ein oder andere Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu minimieren, diese Gefahr. Nichtsdestotrotz ausschließen können wir das Ganze natürlich nicht. Es gehört natürlich auch ein bisschen dazu zum Trading an sich, dass wir mit Verlusttrades zu kämpfen haben, weil es kann nicht jeder Trade ein Gewinnertrade sein. Also das muss uns auch klar sein, wenn wir im Handel sind. Also selbst wenn wir ohne eine bestimmte Strategie in den Markt gehen, ist die Chance, dass wir einen Plus-Trade machen, ungefähr bei 50-50. Wenn wir natürlich gut rangehen an das Ganze, können wir natürlich diese Quote ein wenig zu unserem Vorteil drehen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich immer damit leben, dass es
Gewinntrades in Folge gibt und auch Verlusttrades in Folge. Diese Gewinntrades in Folge machen uns natürlich relativ wenig aus. Keinem von uns wird es wahrscheinlich schlecht gehen, wenn er 3, 4, 5 Mal hintereinander einen Gewinntrade hatte. Allerdings, wenn man im Intraday-Bereich unterwegs ist, gerade im 5-Minuten- oder im Minutenbereich, passiert es natürlich auch, dass man diese 3, 4 Verlusttrades auch mal hintereinander auf der Minusseite hat. Und dann kriegen wir natürlich immer so ein bisschen, oder viele Händler, diese Schwitzen in den Händen. Aber genau das ist natürlich etwas, was nicht passieren darf, weil wir dann keine klugen Entscheidungen mehr treffen. Also da ist es wirklich wichtig, mit genügend Abstand daran zu gehen. Wie gesagt, auch das wird natürlich Thema sein, wie man sich da selber entsprechend poolen kann und wie man auch die Verlustrades möglichst früh erkennt, damit diese Verluste gar nicht erst in dieser Menge entstehen. Momentan, wie gesagt, sehe ich hier keinen Handlungsbedarf im 6E bzw. im Euro-US-Dollar, nachdem wir hier das Tief gebrochen haben bei etwa 1,1390, weil wir im Moment eben keine neuen Hochs hier sehen. Das heißt, wir sind hier in so einer Seitwärtsphase im Moment hier gefangen. Das ist so eine trendlose Phase und das ist natürlich immer gefährlich, wenn man in trendlosen Phasen handelt, verliert man häufig das Geld, was man hier in diesen positiven Phasen in den letzten Wochen und Tagen hier verdienen konnte. Wenn wir saubere Trends haben, sei es Aufwärtstrends oder Abwärtstrends, dann ist es fast unmöglich, hier Geld zu verlieren, weil wir müssen ja eigentlich nur darauf achten, dass wir in die richtige Richtung handeln. Das heißt, wenn wir einen Trend haben, der longlastig ist, der nach oben zeigt, dann ist es natürlich wichtig, dass wir möglichst hier in diesem Bereich eher auf der Long-Seite handeln. Das heißt, wir werden versuchen, hier die Bewegung zu traden, wir werden auch versuchen, hier und auch hier die Bewegung zu handeln. Was vor allen Dingen da auffällt, ist, dass wenn wir solche Bewegungsschübe haben, dass wir sehr, sehr viele weiße Kerzen hintereinander haben, auch viele Full Bars, hier kann man es wirklich perfekt sehen, Kerzen, die am Tief aufmachen und fast am Hoch schließen. Das ist natürlich immer ideal fürs Trading, auch hier sehr schön zu sehen. Das ist eigentlich immer die beste Phase für uns fürs Trading und diese sollten wir natürlich suchen und dann versuchen, im Intraday-Bereich das Ganze umzusetzen. Wie gesagt, in der jetzigen Phase, in der wir uns momentan befinden, würde ich hier nicht versuchen, Trades aufzumachen im Euro-US-Dollar, weil wir uns hier gerade, wie gesagt, in einer sogenannten seitwärts- oder trendlosen Phase befinden, wo die Gefahr von Fehltrades extremst hoch ist. Ein weiteres Währungspaar, Euro gegen den Austral-Dollar, auch hier baue ich einfach mal den 200er EMA mit ein. Hier kann man auch sehr gut sehen, dass wir jetzt hier in einer nicht so glücklichen Phase sind, weil der Markt ist hier auch in der Korrekturbereich. Das heißt, auch hier würde ich momentan nicht dazu neigen, hier große Positionen aufzubauen. So, schauen wir uns das Ganze dann nochmal im nächsten an, und zwar im britischen Pfund. Und das finde ich ist wiederum sehr interessant, die Phase, die wir hier haben. Wir sehen hier ganz gut, der Markt ist hier sehr schwach gewesen in den letzten Wochen. Wir sehen hier sehr schön einen Abwärtstrend auf Tagesbasis und den würde ich natürlich immer versuchen, so gut wie es geht natürlich auch zu nutzen. Der Markt ist hier unter den EMA 200 gefallen. Wir haben hier einen Retest gesehen, eigentlich sogar mehrfach den Retest des EMA 200 und von hier aus ist der Markt wirklich sehr, sehr sauber gefallen. Also wer diesen Markt hier gesehen hat und gehandelt hat, der hat natürlich alles richtig gemacht, vor allen Dingen, wenn er die Short-Seite gehandelt hat. Und wenn man jetzt natürlich hier in diesem Bereich hier im Prinzip seit 4 Wochen ungefähr versucht, hier dann plötzlich long zu handeln, wird man nicht sehr viel Geld verdient und sehr viel Freude gehabt haben, aber auch mit der Short-Seite noch nicht. Das heißt, wir sind hier zwar in der Korrektur der letzten Abwärtsbewegung, aber auch hier ist es dann wieder ganz, ganz wichtig, dass wir uns natürlich den letzten Bereich dann einfach mal etwas genauer anschauen und einen Blick darauf werfen, wo es denn wieder Sinn macht, vielleicht intraday hier in einen guten Trade hineinzukommen. Das heißt, wir haben hier die letzte Bewegung gesehen. Ich lade auch hier nochmal ein paar mehr Kerzen mit hinein, damit wir hier einfach mal ein besseres Bild auch bekommen. So, das heißt, wir haben hier die Korrektur gesehen. Ich zeichne die jetzt auch mal im Stundenchart ein, damit man sie hier auch schön sehen kann. Wie gesagt, prinzipiell sind wir hier
shortlastig unterwegs. Das heißt, der Markt ist hier wirklich sehr schwach gewesen. So, und haben dann hier neues Hoch gemacht. Der Markt hat hier ein Doppeltief hier gemacht. Das heißt, er hat hier nochmal versucht oder hat hier vielleicht sogar schon versucht, einen Trendbruch zu machen, was ihm bis jetzt nicht gelungen ist. Das heißt, wenn der Markt hier unter die 1,4060 fällt, dann würde ich hier sofort anfangen, auf Stunde, aber auch im Intraday-Bereich hier wieder auf die Short-Seite zu wechseln. Weil zum einen haben wir hier sehr viel Platz bis zu den Tiefs, bis zu den 1,3840 runter. Ja, es sind über 200 Pips, die wir hier locker an Platz haben, die wir hier machen können. Und da macht es natürlich durchaus Sinn, hier auf ein solches Szenario dann zu setzen. Ich zeichne das auch mal ein. Also für mich wäre es jetzt wichtig, dass der Markt hier irgendwann mal herunterkommt, hier unter diese Marke dann ein Retest möglich an den Ausbruch macht und dann hier versuchen, bis in den unteren Bereich von der 1,3840 als erstes Kursziel hier in den Markt hineinzugehen. Vielleicht noch ein letztes Devisenpaar, bevor ich dann auf einige US-Aktien zu sprechen komme, die momentan sehr gut aussehen. Hier nochmal der Euro gegen den kanadischen Dollar. Auch hier haben wir in den letzten Monaten natürlich eine sehr, sehr starke Abwärtsbewegung gesehen. Zeichne ich auch hier nochmal ein, einfach zum Verständnis. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten dann vielleicht nicht mehr so detailliert jedes Mal machen. Aber gerade, ich denke, jetzt beim ersten Mal zu Beginn dieser neuen Webinar-Reihe ist es vielleicht ganz gut, wenn Sie einfach mal sehen, wie so meine Handelsidee, der Handelsansatz ist. Man kann hier wirklich sehen, die Bewegungsschübe sind sehr, sehr sauber gewesen. Man kann hier wirklich sehr schön jeden einzelnen Bewegungsschub traden. Und das ist eben das, was ich immer wieder versuche in allen Workshops, Webinaren, Coachings den Händlern zu erklären, dass es einfach viel, viel mehr Sinn macht, diese Phasen zu handeln, in denen wir so starke, starke Trends haben und einfach dann hingehen und nur versuchen, diese Bewegungen, die hier entstehen, zu traden. Weil wenn wir Bewegungshandel machen, dann machen wir das ja deswegen, weil die Bewegungen A, erstens viel, viel größer sind als die Korrekturen. Denn wenn wir uns das anschauen, die Korrektur ist natürlich immer nur ein Bruchteil der vorherigen Bewegung. Auch hier sieht man es gerade mal ein Drittel der vorherigen Bewegung und auch hier die Bewegung sehr, sehr sauber. Wenn wir dann noch schauen, wie sauber diese Trends dann häufig verlaufen in diesen Korrekturen. Auch hier gibt es wieder nur kurze Korrekturen, dann die Bewegung herunter, kurze Korrektur, Bewegung herunter. Und hier wird jetzt die Korrektur plötzlich etwas größer, auch seitwärts im Prinzip. Also das erste Anzeichen dafür, dass der Markt in eine neue Korrektur laufen könnte. Aber auch hier dann wieder, als das neue Bewegungstief dann entstanden ist, auch hier wieder saubere Trends, die man sehr, sehr einfach handeln konnte. Das heißt also, wenn Sie immer darauf achten, dass Sie immer nur in Trendrichtung unterwegs sind, also die Hauptbewegung eigentlich mitnehmen, da machen Sie schon sehr, sehr viel richtig im Trading, so dass man dann wirklich gute Chancen hat, hier das Kapital dann auch im Prinzip positiv in die Märkte zu bringen und dann auch seinen Ertrag für die Arbeit des Tradings dann aus dem Markt herausziehen können. Wenn wir jetzt die letzte Bewegung uns hier anschauen, da sehen wir hier ganz gut, dass wir hier zum Beispiel an die alten Hochs hier herangelaufen sind, hier bei etwa 0,78, und das ist jetzt nämlich die spannende Phase. Der Markt hat hier wirklich das erste Mal eine sehr, sehr starke Korrektur gemacht im Verhältnis zu allen Korrekturen vorher. Man nennt das Ganze auch Vollkorrektur. Das heißt, wir sind hier wirklich an die alte Marke herangelaufen und wir sehen auch zum ersten Mal, dass hier wirklich eine sehr saubere Korrektur gewesen ist. Meistens sieht man ja nicht so saubere Korrekturen im Trading. Jetzt ist hier natürlich die spannende Phase, ob der Markt es schafft, hier über die 78 hinwegzugehen. Also jetzt hier kurz davor wäre ich jetzt nicht geneigt, hier einen Trade einzugehen. Ich gehe lieber ein bisschen später rein, hier ein, zwei Tage später, aber dann mit einem sehr sicheren Gefühl, weil ich weiß, das Ganze funktioniert von hier aus, weil dann habe ich wieder alle positiven Aspekte auf meiner Seite. Ich habe einen Aufwärtstrend, der alte Trend ist gebrochen. Wir haben hier wirklich einen schönen, sauberen Trend auf Tagesbasis, der über den 200er ist. Das heißt, nachdem hier die 78 Cent genommen wird, denke ich, macht es hier auf jeden Fall wieder Sinn, hier sich in diesem Markt zu engagieren, sei es jetzt auf Stundenbasis, aber auch intraday, denn natürlich gerade bei den Devisen ist es natürlich sehr häufig so, das ist mir schon klar, dass viele Händler natürlich, gerade die auch CFDs handeln, hier natürlich sehr, sehr viel in den untergeordneten Zeiteinheiten unterwegs sind. Deswegen machen wir auch diesen Marktausblick erweiternd zu meinem wöchentlichen Wochenausblick bei mir auf meiner Seite.
dass wir hier einfach zeigen, wie man vielleicht auch intraday den einen oder anderen Trade bekommen kann, dass man nicht zu früh in den Markt geht, aber doch so passend, dass man hohe Trefferquoten hat und dann ein erfolgreiches Setup findet. Das zu den Devisenpaaren. Jetzt möchte ich noch ein paar einzelne Aktien aus dem US-Markt vorstellen, die derzeit auch sehr gut aussehen. Da haben wir hier zum Beispiel die erste Aktie, Kürzel AEE. Kann man auch sehr schön sehen. Die Aktie ist sehr, sehr lange in einem Aufwärtstrend schon. Und anders als zum Beispiel die Indizes S&P befindet sie sich hier auf einem Mehrjahreshoch. Und das ist natürlich immer sehr, sehr interessant für uns Händler. Also A, dass wir einfach mal schauen, das große Bild, dass wir einmal ganz kurz schauen, wo befinden wir uns denn überhaupt. Aber wir können natürlich auch immer sehen, wenn zum Beispiel ein gleitender Durchschnitt nach oben zeigt und ein Wert sich über oder unterhalb befindet, ganz schnell auf einen Blick, ob wir hier eher long- oder shortlastig in dem Markt unterwegs sind. Wir sehen auch hier, dass der Trend sich in den letzten Wochen sogar noch verstärkt hat. Also wer hier in den letzten Tagen und Stunden in den Markt eingestiegen ist, der hat hier sicherlich alles, alles richtig gemacht. Wir haben es im Screening die Aktie auch schon angesprochen, auch letzte Woche im Coaching war es wirklich so, dass wir hier die Aktie auch mit auf dem Schirm haben, weil es macht hier wirklich sehr, sehr viel Sinn, wenn wir uns das Ganze anschauen. Wir sehen hier, der Markt läuft hier sehr, sehr schön nach oben. Wir haben hier eine Konsolidierungsphase gehabt, die dann noch ein bisschen länger gedauert hat, aber danach haben wir hier einen sehr starken Ausbruch gesehen mit sehr, sehr vielen weißen Kerzen, sogenannte Full Bars auch wieder am Tief eröffnet und dann am Hoch geschlossen. Dann eine Korrektur, die mustergültig wieder hier an die alten Bereiche herangelaufen ist. Das, was ich vorhin schon ein paar Mal angesprochen habe, also alter Ausbruchsbereich, genau wieder herangelaufen und dann jetzt hier wieder ein starker Bewegungsschub. Und wenn Sie solche Aktien natürlich finden im Screening, und das machen wir, wie gesagt, auch immer gemeinsam natürlich in der Webinarreihe auch erfolgreich CFDs handeln, dass wir schauen, welche Werte sind denn hier wirklich interessant. Und wenn wir das Ganze jetzt auf der Stunde anschauen, dann kann man sich vielleicht ein Bild davon machen, was hier intraday passiert ist, wenn man hier intraday gehandelt hat, weil hier sieht man wirklich sehr, sehr schön, egal in welcher Zeiteinheit man hier unterwegs war, die Märkte sind hier hochgelaufen, dann hier, wie gesagt, Rücklauf an die alte Ausbruchsmarke. Hier konnte man schon das erste Mal sehen, je nachdem, in welchem Zeiteinheit man hier unterwegs war, Ausbruch, dann hier auf Tagesbasis bzw. auf Stundenbasis der Retest dieser Marke und dann dieser dynamische Aufstieg. Und das ist eigentlich so der wichtige Punkt. Wenn man hier an solchen Stellen in einen Trade hineinkommt, dann kann man sich vorstellen, was das für ein guter Trade ist. Selbst wenn man den jetzt auf Stundenbasis hier machen würde, mit hier oben Einstieg, Stop hier drunter, kann man sich vorstellen, was hier passiert. Aber gerade wenn man intraday unterwegs ist, auf noch kleineren Trendgrößen und Zeiteinheiten, dann hat man hier wirklich, genau alles richtig gemacht in solchen Phasen. Und das ist eben wichtig, dass wir solche Werte finden. Wenn wir uns jetzt natürlich das Ganze anschauen, macht es jetzt heute Sinn, zum Beispiel in so eine Aktie einzusteigen. Das ist natürlich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur Werte, die jetzt gut aussehen prinzipiell. Also ich hätte die Aktie auf jeden Fall immer auf meiner Watchlist haben, wenn ich sie auch im Moment nicht im Depot habe. Aber es macht jetzt aus meiner Sicht natürlich hier an dieser Stelle erstmal wenig Sinn, in den Trade noch einzusteigen. Was ich jetzt brauche, und das werden Sie wahrscheinlich selber auch schon drauf gekommen sein, ist natürlich eine kleine Korrektur hier in diesem Wert. Das heißt, mit der nächsten Korrektur des Index wird natürlich die Aktie hier auch mal ein wenig Luft holen, so dass wir die Chance haben, dass sie hier ein wenig zurückkommt. Und dann macht es natürlich durchaus Sinn, dann hier von einem ja etwas niedrigeren Level einzusteigen in diese Aktie, vielleicht tatsächlich im 5-Minuten-Chart oder im Minuten-Chart, sodass man sich im Laufe des Tages dann überlegen kann, wenn der Trade gut anläuft, was mache ich jetzt mit dem Trade? Möchte ich ihn am Tagesende vielleicht schließen im Gewinn oder möchte ich den Trade einfach weiterlaufen lassen, vielleicht einen Teilverkauf machen, um dann den Trade auf Stunden- oder Tagesbasis weiterlaufen zu lassen. Also wie gesagt, hier, ich würde hier noch mit einem Einstieg warten, bis die Aktie in die Korrektur läuft, liegt aber wie gesagt schon auf meiner Watchliste, sodass ich hier versuchen werde, in den nächsten Tagen einen Einstieg zu finden.
Kommen wir zur nächsten Aktie, Applied AMAT. Auch hier sieht man wirklich sehr, sehr schön, wie die Aktie, wie stark sie ist. Auch sie ist wesentlich stärker unterwegs als natürlich die großen Indizes. Und das ist auch mal ein ganz wichtiger Faktor, denn wir wollen ja, wenn wir nur so Aktien haben wollen, die genauso stark sind natürlich wie der Index, dann könnten wir auch natürlich gleich den Index direkt handeln. Dadurch, dass wir aber diese Outperformance hier erreichen wollen, denn ich denke, die meisten Trader unter Ihnen möchten natürlich gerne mehr als 6 bis 8% Performance machen, weil dann, wie gesagt, würde ja komplett eine Buy-and-Hold-Strategie reichen. Aber hier können wir eben, wenn ein Markt, ein Index eine Aufwärtsbewegung vielleicht von 5% macht, in gleicher Zeit natürlich ein Vielfaches erreichen durch gutes Screening und den Einstieg dann entsprechend in eine starke Aktie, die uns zum Beispiel im Screening auffällt. Hier auch wieder sehr, sehr schön zu sehen, wie sauber im Prinzip die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen gelaufen ist. Auch hier der Ausbruch über den 200er EMA, auch hier wieder genau der Rücklauf und von da aus startet dann eigentlich, kommt immer dieses Go, dass man sagen kann, okay, von hier aus geht der Markt nach oben, läuft sehr, sehr schön und auch heute mit einem Gap in den Markt gestartet, hat hier die alten Hochs herausgenommen, den alten P2 bei 2090 und schon sind wir 2% höher. Das sieht immer im Tageschart nicht nach viel aus, aber wenn wir uns das Ganze dann auf den kleineren Zeiteinheiten anschauen, da sehen wir natürlich das alte Hoch hier, was ich vorhin eingezeichnet habe, ich zeichne es auch hier nochmal kurz ein, ist natürlich hier auf dieser Linie hier ungefähr bei, wie gesagt, 2090 und wir machen hier den Ausbruch, auch hier den Retest sehr schön zu sehen und dann von hier aus sofort 2 Prozentpunkte nach oben gelaufen, nochmal herunter und neues Hoch und wieder 2% nach oben. Und das sind natürlich Welten für Intraday-Händler, wenn sie hier mit einem kurzen Stop in eine solche Aktie hineinkommen können, dann von so einer wichtigen Marke wie dem letzten P2 von dem Ausbruchslevel aus dann nach oben. Dass wir hier viele Aktien jetzt haben mit den Kürzeln ABC, liegt natürlich daran, dass im Screening wir natürlich im Regelfall bei A anfangen und ich hier jetzt versucht habe, einfach mal eine Handvoll Werte herauszusuchen, die momentan einfach stark sind und wo es sich lohnt, nach einem Einstieg zu suchen. Auch hier bei American Tower können wir sehr schön sehen, auch hier die Aktie sehr schön nach oben gelaufen, jetzt momentan allerdings an einem alten Widerstand angekommen, an einem alten Hochpunkt bei etwa 105. Das heißt, wenn wir es schaffen, hier drüber zu springen, dann macht es auch wieder Sinn, hier sich in dieser Aktie zu engagieren. Deswegen auch hier bei mir in der Watchlist. Das ist halt Voraussetzung für mich, dass die Aktie jetzt hier durch dieses Hoch hindurchkommt. Noch besser wäre natürlich der Einstieg vielleicht schon am Donnerstag oder Freitag in dieser Aktie. Aber da war ich beruflich unterwegs gewesen in Frankfurt. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Deswegen war es mir nicht möglich, hier diesen Trade zu machen. Aber das ist im Prinzip eine gute Situation hier. Entweder, wie gesagt, jetzt warten, bis der Durchbruch hier durch die alten Hochs hier vielleicht klappt. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, hier wirklich den einen oder anderen guten Trade auch intraday absetzen zu können. Hier möchte ich mal noch ein Beispiel zeigen zu einer Aktie, die ich zum Beispiel überhaupt niemals auf dem Screener haben würde. Und zwar liegt das einfach daran, wenn wir uns das Ganze anschauen, hier, ich mache hier dann mal das größere Bild, da werden Sie es vielleicht sehen, die Aktie bewegt sich natürlich prinzipiell nach oben. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns hier gerade so mal die letzten 6 Monate etwas genauer anschauen, dann sieht man doch eher, wir haben hier zwar ein steigendes Hoch gehabt, haben dann allerdings ein tieferes Tief gehabt. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig beim Traden, dass man wirklich darauf achtet, dass man sich Werte aussucht, die, so wie wir es vorhin hatten, die einfach sehr, sehr sauber laufen, saubere Trends haben, weil sonst steigen sie einen solchen Wert ein. Der läuft vielleicht gar nicht mal komplett gegen sie, aber sie sind sehr lange gefangen in diesem Trade, weil er nicht sehr dynamisch unterwegs ist. Denn natürlich achten viele, viele Händler darauf, dass natürlich saubere Trends vorliegen, gerade die Händler, die im Aktienbereich unterwegs sind, auch Intraday-Händler achten hier verstärkt darauf, dass hier wirklich saubere Trends vorliegen. Und wenn so Märkte eher so in so einer Seitwärtsphase sind, dann gibt es eben sehr wenig Händler, die bereit sind, dann sich in solchen Werten zu engagieren. Da
das ist eben immer der Punkt, denn in dem Moment, wo Sie einen Trade natürlich aufgemacht haben, das muss man einem auch immer klar sein, bewegen wir ja den Markt nicht mehr. Denn wir haben unser Geld in einen Trade investiert und jetzt muss es irgendjemanden natürlich geben, am besten ganz, ganz viele, die dasselbe machen und dann für uns den Markt oder den Kurs in die eine oder andere Richtung treiben. Und je mehr Händler natürlich dieses tolle Setup sehen, so wie zum Beispiel bei den Aktien, die wir uns vorhin angeschaut haben, umso größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Händler das auch sehen und sagen, okay, wir sind auch bereit, uns in diesem Wert zu engagieren und dann macht es natürlich durchaus Sinn, dann selber auch in einen solchen Trade zu gehen, möglichst natürlich früh in einen solchen Trade hinein. Aber wenn man sieht, okay, so ein Markt, der läuft eigentlich eher seitwärts, ist nicht so schön, dann werden auch viele andere Trader einfach darüber hinweggehen. Ich habe so eine ganz einfache Regel, die ich auch immer in meinen Workshops sage, wenn ich innerhalb von 5 Sekunden nicht weiß, ob die Aktie long oder short ist, dann lasse ich es einfach sein. Also wenn ich da erstmal genau schauen muss, wo ich da vielleicht einen Einstieg auf kleinen Zeiteinheiten finde, macht das Ganze, wie gesagt, aus meiner Sicht hier wenig Sinn. Ja, das heute mal zum Start unserer neuen Webinar-Reihe. Ausblick auf die verschiedenen Märkte und Aktien. Wie gesagt, das Ganze wird jeden Monat immer stattfinden und zwar immer am ersten Montag eines Monats. Ich werde es auch auf meiner Website natürlich immer frühzeitig ankündigen, natürlich auch bei CapTrader oder bei FX Flat. Wenn Sie Interesse haben an meinem wöchentlichen Wochenausblick, der als Video immer zur Verfügung steht, dann können Sie einfach auf meine Website gehen, www.lüttemann-coaching.de und dann einfach nur ein wenig nach unten scrollen, sich hier einfach eintragen und dann haben Sie Zugriff zu meiner Videothek und können dann nicht nur den Wochenausblick sich jede Woche anschauen, sondern natürlich auch zahlreiche Lehrvideos, also alles, was ich produziere, wird natürlich hier nach und nach immer wieder hochgeladen. Ein Newsletter gibt es auch alle 14 Tage, wo es nicht nur darum geht, Sie auf dem Laufenden zu halten, was mit neuen Terminen ist, sondern auch immer wieder ein heißes Thema, was angesagt ist. Und von daher, wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich hier einfach kostenfrei an. Dann hatten wir eingangs noch kurz darüber gesprochen, das möchte ich jetzt zum Abschluss noch kurz ansprechen, bevor wir dann auf Ihre Fragen kommen zu der Webinar-Reihe, die der Andreas Weiß vorhin angesprochen hat. Auch hier können Sie einfach auf Webinar gehen, wenn Sie daran interessiert sind, sich das Ganze nochmal genauer anzuschauen, was wir denn hier einfach machen. Die Idee ist im letzten Jahr entstanden. Wir haben im letzten Jahr schon mal kleines Konto Großtraden gemacht, sehr, sehr großer Zulauf. Gab es einen Vortrag dazu bei den Investment und Business Days, den finden Sie auch in meiner Videothek, haben dann auch wirklich über viele, viele Wochen über Webinare gemacht, dann auch live getradet. In dieser Zeit haben wir wirklich sehr schöne Performance auch erreichen können. Und dann kamen immer wieder Fragen, ja, was ist mit CFDs? Kann man das auch mit CFDs umsetzen? Und deswegen kam dann so diese Idee, dann hatte ich mit dem Herrn Weiß mal gesprochen, ob wir das nicht gemeinsam machen möchten. Und hier geht es eigentlich im Folgenden darum, dass wir einfach schauen, wie kann man eigentlich ein Handelskonto, was ja meistens bei CFD-Trader nicht so riesig groß ist, wie bekommt man das sehr gut, kontinuierlich und schnell nach oben aufgebaut? Dann Grundlagen natürlich für den Trading-Erfolg. Was muss man eigentlich alles wissen, wenn man tradet? Dazu gehört natürlich sicherlich das ein oder andere Webinar sich anzuschauen oder auch das ein oder andere Buch zu lesen. Aber es gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu, wenn man langfristig erfolgreich handeln möchte. Denn man muss sich immer überlegen, wer ist denn mein Kontrahent im Handel? Und das ist natürlich ab und zu mal ein Privathändler, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich auch der Berufshandel, der auf der anderen Seite steht. Und wir sollten uns natürlich auf Augenhöhe mit diesen begeben. Das heißt, wir brauchen natürlich schon das eine oder andere an Wissen, nicht nur in der Breite, sondern auch in der Tiefe. Damit man überhaupt die Chance hat, langfristig am Markt erfolgreich zu sein, ist natürlich das Thema Risk und Money Management auch immer ein sehr spannendes Thema. Gerade im CFD-Bereich ist es sehr wichtig, wo wir ja mit großen Hebeln zum Teil agieren, also auch da ganz, ganz wichtig. Und dann werden wir natürlich darauf eingehen, wie komme ich denn überhaupt in die Märkte hinein? Ist es für mich besser, einen Trendhandel zu machen, einen Bewegungshandel? Sollte ich vielleicht nur Ausbrüche handeln? Oder was ist eigentlich mit Einstiegen mittels Unschärfe? Habe ich auch was zugehört und gesehen, aber wie setze ich das jetzt wirklich praktisch um? Das ist eigentlich das Besondere an meinen Webinaren, aber auch Workshops und Coachings, dass wir vieles, was man aus der Theorie weiß, einfach zeigen kann, wie man das Ganze praktisch dann auch umsetzen kann. Und noch ein Thema, was natürlich wichtig ist, wie schafft man es, intraday profitabel zu handeln? Denn auf den großen Zeiteinheiten fällt es natürlich den meisten Tradern leicht, positiven Ertrag zu generieren. Je kleiner nachher die Zeiteinheiten sind, desto schwieriger wird das Ganze. Deswegen auch hier ein Schwerpunkt dieser zweimonatigen Webinar-Reihe. Wie gehe ich eigentlich intraday vor, damit ich
profitabel handeln kann. Start ist in 14 Tagen am 21. April. Also wenn Sie mit dabei sein möchten, wie gesagt, alle Informationen dazu, auch zum Bonus hier unten, können Sie einfach draufklicken, da finden Sie nochmal dann die Weiterleitung zu CapTrader oder FX Flat, was der Andreas Weiß heute schon kurz angesprochen hat. Das war es jetzt erstmal von mir und dann jetzt vielleicht noch kurz zu Ihren Fragen. Ja, ich glaube, der Weiß ist gerade nicht am Platz. Dann will ich mal selber gerade nach den Fragen schauen, die wir hier haben. So, das war schon beantwortet. Zu den Kosten von FX Flat kann ich leider nichts sagen. Da wird er vielleicht gleich selber noch mal kurz was zu sagen können. Hier Thorsten Spranz fragt, die Stops werden ja dann im Tageschart verwaltet. Ich denke, das bezieht sich darauf, ich darf Thorsten sagen, weil wir kennen uns ja, beziehen sich tatsächlich bei den, ich denke, das geht auf den Thyssen-Trade, jetzt im Tageschart. Ich bin in den Trade Intraday eingestiegen auf 5 Minuten, werde dazu auch noch in meiner Facebook-Gruppe den ein oder anderen Post zu dem Trade machen, wie ich den ganzen verwaltet habe. Einstieg in kleiner Zeiteinheit, dann Überführung in den Stundenchart und jetzt Überführung in den Tageschart. Das Besondere daran ist eben, dass ich natürlich hier Teilverkäufe mache und zwar bei jedem Übergang in die nächstgrößere Trendgröße. Also Mario, ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Ja. Ja, okay, nee, also ich bin am Platz, nur es macht natürlich Sinn, das Mikrofon einzuschalten, wenn man redet und dann kann man mich auch hören. Ja, okay. Geht mir manchmal auch so. Aber gut, aber du hast ja schon angefangen mit den Fragen, aber ich kann gerne noch auf ein paar Sachen auch eingehen, die ich jetzt hier auch im Laufe deines Vortrages, also jetzt hier reinkam. Und zwar wird immer wieder danach gefragt, wo man denn dann auch den Stop setzt. Ja, also wenn man jetzt den Einstieg nach, ich sag mal, nach Markttechnik oder wie auch immer wählt, wo dann der optimale Stop wäre. Ja, und vielleicht auch dann dazu noch, was die Positionsgröße dann auch angeht. Vielleicht kannst du darauf ein bisschen eingehen. Ja, also es gibt natürlich, das mit diesem optimalen Stop, das ist natürlich immer so eine Geschichte, weil das hängt natürlich immer an vielen Faktoren, nämlich was mache ich denn überhaupt? Mache ich hier einen Ausbruchstrade oder mache ich hier einen Bewegungstrade oder mache ich hier einen Trendhandel? Das ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren überhaupt. Das sollte man sich auch darüber im Klaren sein, bevor ich in einen Trade einsteige, was ich denn überhaupt handeln möchte. Was mir eigentlich immer wieder auffällt in den Live-Tradings, aber auch eben im Coaching, dass viele anfangen mit einem vielleicht Bewegungstrade und gehen dann aber plötzlich, weil der Trade angefangen hat zu laufen und sie ihre Gewinne sichern wollen, ändern sie plötzlich ihre Stop-Logik. Das führt natürlich häufig dazu, dass sie viele kleine Gewinne haben, aber eben auch viele große Verluste, weil sie immer wechseln zwischen dem Ganzen. Also wenn sie sich entscheiden für einen, sagen wir mal, Trendhandel. Ich habe jetzt hier mal die Stunde einfach aufgerufen, damit wir es mal exemplarisch machen können. Wir haben hier uns entschlossen, beispielsweise für einen Trade hier am Hoch einzusteigen. Als wir aus der Korrektur hier herausgelaufen sind, bei ungefähr 170, dann würden wir unseren Stop, wenn wir jetzt den Trend handeln wollen, hier einfach unter das Tief setzen. Man nennt das in der Markttechnik diesen Punkt 3. Das heißt, man startet eigentlich nach einer Korrektur bei der Zählung mit der 1. Das ist hier so, wenn man es so zeichnen würde, hier der Hochpunkt wäre der Punkt 2 und der Tiefpunkt entsprechend dann ein Punkt 3. Und das wechselt sich dann eigentlich immer ab. Der Markt läuft nach oben, Hochpunkt Punkt 2, dann hier Korrektur Punkt 3 und dann geht es hier hoch. Das heißt, mit jedem neuen Hoch, was hier entsteht, würde man den Stop dann unter die Tiefs nachziehen. Idealerweise immer ein kleines bisschen unter die Tiefs, weil natürlich diese Marke, wie man hier auch sehen kann, öfter mal angelaufen ist. Deswegen immer sich so ein ganz kleines bisschen darunter setzen. Man kann es nicht komplett ausschließen, dass man natürlich an so einer Marke mal abgeholt wird. Aber prinzipiell sieht man hier auch, wie stark die Aktie ist. Denn die Korrektur ist zum Beispiel nicht bis an das alte Ausbruchslevel herangelaufen. Denn das ist auch ein Zeichen von Stärke, wenn Märkte eben eher auf der Zeitschiene korrigieren, das heißt seitwärts weglaufen, anstatt hier auf das alte Level wieder zurückzugehen. Also wenn Sie hier einen Trendhandel machen, dann einfach nur unter die Tiefs nachziehen, beim Bewegungshandel entsprechend unter die letzte Kerze. Also das hängt dann einfach davon ab, wozu man sich entscheidet oder ob man wirklich nur die Dynamik beim Ausbruch mithandeln möchte. Das ist dann etwas, was viele Trader dann im Intraday-Bereich machen.
Ich hoffe, die Frage ist damit gut erklärt. Ja, vielen Dank dafür. Vielleicht kannst du noch mal einen Chart aufrufen, weil ein Kunde danach gefragt hat, Activision Blizzard mit dem Kürzel ATVI. ATVI. Ja, da haben wir es. Da war jetzt der Einstieg bei 32,60. Und ob jetzt der Stop optimaler, gut, wo der optimale Stop ist, hast du ja gerade beantwortet, aber bei 31,60 wäre, also ein Dollar niedriger, oder besser bei 33,50, aber das kann eigentlich jetzt nicht stimmen. Das kann aber nicht stimmen, wenn man 32,60 war. Also hier ist natürlich jetzt der aktuelle Stop, ist natürlich hier jetzt bei etwa 33,50. Also wenn man hier unten den Einstieg gemacht hätte, macht es durchaus Sinn, den Stop hier bei 33,50 jetzt zu haben. Also ich gehe mal davon aus, dass hier vielleicht der Ausbruch gehandelt wurde und dass dann hier die Aufwärtsbewegung getradet wurde. Dann gut, macht es auf jeden Fall Sinn, den Stop jetzt hier unter die 33,50 zu legen. Das wäre dann Stop im Gewinn sozusagen, ne? Also dass man den das nachgezogen ist dann Stop hat. Im Gewinn, ne? Genau. Ja. Genau. Gut, Alternative war halt die Frage, oder bei 31,60, ne, das war halt das letzte Tief. Ja, das wäre mir zu weit weg, weil dann hätten wir den Stop noch gar nicht nachgezogen, wenn wir diesen Trade hier gemacht haben. Und ich sag mal, wir haben hier eine schöne Aufwärtsbewegung gesehen. Der Markt hat hier korrigiert. Wir haben auch ein neues Hoch hier gesehen. Ist natürlich ein bisschen davon abhängig, ob ich jetzt den Trade auf Stundenbasis habe oder wenn wir natürlich alternativ Tagesbasis den Trade gemacht haben. Das ist ja auch etwas, wo man sich auch drüber klar sein muss, wo bin ich den Trade eigentlich eingegangen. Wenn ich natürlich gesagt habe, ich möchte den Trade auf Tagesbasis machen und bin hier vielleicht bei der 33 eingestiegen, dann macht es durchaus Sinn, den Stop hier unten bei der 31,50 noch in etwa zu lassen, weil wir haben ja noch keine richtige Korrektur hier oben gesehen, weil es ist ja wirklich nur zwei, drei Tage seitwärts geschoben. Also da, das Erste, worauf man immer achten muss beim Trading ist, in welcher Trendgröße oder in welcher Zeiteinheit trade ich denn überhaupt. Wenn ich im Tagesbasis bin, dann kann ich natürlich nicht plötzlich anfangen, im Stundenchart meine Stops nachzuziehen. Aber wenn ich jetzt im Stundenchart den Trade eröffnet habe, würde ich auch auf jeden Fall dann hier dann den Stop nachziehen, wie hier vorhin im Stundenbild gezeigt. Okay, ja, ich glaube, der Trade war auf Tagesbasis. Ja. Ja. Okay, dann kommt eine Frage noch zu deinem, ich sag mal, zu deiner List-Chart-Gruppe, die man gerade sieht, zu den einzelnen Spalten. Mhm. Und zwar, ja, wofür stehen denn die Abkürzungen? Also wie Y, H, T und so weiter. Ja, es sind eigentlich nur für mich so Indizien, das sind Jahreshochs, Jahrestiefs, dass ich sofort erkenne, ob eine Aktie auf ein neues Allzeithoch gesprungen ist, damit ich einfach weiß, wo befindet sich jetzt der Markt oder ob vielleicht eine Umkehrkerze da gewesen ist. Okay. Ja, ich denke mal, diese Spalten kann ja auch jeder im Agena Trader individuell konfigurieren. Also ich habe auch in meiner Version da 5 verschiedene Spalten, aber halt mit anderen Bezeichnungen und mit anderen Inhalten. Genau, aber also hier, das kann jeder ja so konfigurieren, wie er möchte, ne? Genau, also hier zum Beispiel hier in der ATVI zum Beispiel habe ich zum Beispiel hier unter UK dann entsprechend dann eine Umkehrkerze stehen. Das heißt, ich kann hier wirklich mir anzeigen lassen in einem Aufwärtstrend, wenn ich jetzt vielleicht nicht in der Aktie drin bin, wo macht es denn vielleicht Sinn, in einen Trade hineinzukommen? Wenn ich jetzt die Umkehrkerze als Maßstab zum Beispiel nehme, habe ich dann zum Beispiel hier einen guten Punkt gefunden oder auch hier in der kurzen Korrektur, die hier gewesen ist oder auch hier die Umkehr. Also das kann man sich hier dann anzeigen lassen und das ist dann hier entsprechend mit UK dann bezeichnet. Hier steht es auch, jetzt kann man es auch sehen, Umkehrkerze steht auch dann da dabei. Also das kann man eben, das ist der Vorteil vom Agena Trader, man kann hier alles individuell sich einstellen, so wie man das Ganze für sein Trading im Prinzip braucht. Macht durchaus Sinn, weil es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tool, finde ich, der Agena Trader, der gerade für alle Händler, die sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen, vielleicht sogar Stunden, wirklich mehrere Stunden am Tag mit dem Trading sich beschäftigen und vielleicht auch screenen. Man kann hier wirklich sehr, sehr viel mitnehmen und ich finde es eine super Geschichte, dass CapTrader das hier auch die Möglichkeit anbietet, wirklich an dieses Tool sehr günstig heranzukommen. Also das finde ich, also für mich ist es eines der besten Tools. Ich benutze das für Screening, auch für mein 6-Phasen-Modell im Trading. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Definitiv. Also ich bin auch begeistert von der Software und wir machen ja auch regelmäßig Webinare zur Software mit unterschiedlichen Themen, also von den Grundlagen bis hin zu Trading-Strategien oder wie man halt auch sich die Software halt optimal einrichtet sozusagen. Jetzt kam noch eine Frage zu, Moment, jetzt muss ich mal schauen, zum Nasdaq, glaube ich, wo wir den
5-Minuten-Chart mal eben auch gesehen hatten. Da war jetzt die Frage, ob man jetzt dort, ob das schon eine Trendumkehr ist, die man dort gesehen hat im 5-Minuten-Chart. Ja, ich zeige das Ganze nochmal in groß für die alle, die es jetzt nicht im Blick hatten. Also wenn wir uns den Tageschart anschauen, sehen wir ja, dass der Markt hier sehr, sehr sauber schon nach oben läuft. Auch schon seit mehreren Tagen eigentlich EMA 200 hier getestet und läuft von da aus weiter. Das gleiche Bild haben wir natürlich auf der Stunde gesehen. Und was wir hier dann auf 5 Minuten dann gesehen haben, ist im Prinzip die Korrektur, die auch auf der Stunde verlaufen ist. Und dann sieht man natürlich, dass der Markt hier aus dieser Korrektur herauskommt. Ich kann auch nochmal den Stundenchart dazu kurz öffnen, damit man das auch sieht. Also ist im Prinzip hier in dieses Level wieder hineingelaufen. Und jetzt hängt es ja natürlich immer davon ab, was handelt man, welche Trendgröße. Aber gerade wenn ich jetzt intraday unterwegs wäre, wäre das für mich hier auf jeden Fall ein guter Bereich, hier zwischen 4.500 und 4.520 wieder nach Longs Ausschau zu halten. Okay. Dann eine Frage. Pyramidisierst du deine Position im Gewinn? Ja, das ist eine Frage, die kommt eigentlich fast immer. Also dieses Pyramidisieren kommt natürlich hauptsächlich bei Händlern erstmal zum Tragen, die sich hauptsächlich auf Indizes oder Devisen setzen, weil sie natürlich da keine große Auswahlmöglichkeit haben, was sie traden wollen. Also ich sag mal, die Händler, die jetzt Indizes traden, die traden im Regelfall den DAX, vielleicht noch den Nasdaq, den S&P, weil das jetzt zu diesen Haupthandelszeiten ist, vielleicht noch den Eurostoxx und dann hat es sich. Da hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel Auswahl, da sie ja mehr oder weniger auch zumindest der S&P und der Nasdaq häufig ähnlich laufen. Der DAX ist im Moment ja ein bisschen schwächer, das hatten wir ja am Anfang des Webinars auch schon gesehen. Das heißt, hier könnte man schon das eine gegen das andere spielen, aber prinzipiell laufen die Märkte hier gleich. Das heißt, hier kann man natürlich sehr häufig pyramidisieren, wenn man jetzt am Anfang noch nicht mit einer großen Position eingestiegen ist, dann macht es durchaus Sinn, hier seine Position im Gewinn zu vergrößern. Ich selber mache das in Indizes gar nicht, weil ich auch zum großen Teil halt Aktien handle, weil ich eben hier sehe, dass ich viel, viel höhere Gewinne erzielen kann. Ich werde dazu auch nochmal ein Webinar machen, Index versus Aktienhandel. Ich habe es vor 2 Jahren schon mal gemacht, werden wir vielleicht in Zukunft auch nochmal einmal machen, damit man einfach auch mal diese krassen Unterschiede sieht, auch performancemäßig, was man so erreichen kann. Nichtsdestotrotz ist es wirklich, glaube ich, ganz, ganz wichtig hier darauf zu achten. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Jetzt ist doch glatt der Faden verloren gegangen, was die Ursprungsfrage war. Die Ursprungsfrage jetzt, Moment, jetzt muss ich gerade mal, ich bin schon wieder andere Fragen am Durchlesen. Ja. Moment. Ah, pyramidisieren. Ja, pyramidisieren, genau. Jetzt habe ich es wieder, genau, pyramidisieren. Also im Index, wie gesagt, macht es aus meiner Sicht Sinn. Im Aktienhandel mache ich es indirekt. Und zwar, wenn ich eine Aktie kaufe, so wie jetzt die Thyssen-Aktie zum Beispiel, und die ist jetzt in Gewinn gelaufen, dann komme ich nicht auf die Idee, diese Aktie weiter dazu zu kaufen, sondern im Gegenteil, ich werde sogar häufig in die Gewinne hinein Positionen abgeben, weil, wie gesagt, ich aus den kleinen Zeiteinheiten in die größere gehe. Was ich allerdings mache, und das ist ja auch eine Art des Pyramidisierens, ich kaufe halt mehrere Aktien. Das heißt also, wenn die ersten 2 oder 3 Aktien im Plus sind, ich konnte den Stop nachziehen, dann kaufe ich neue Aktien hinzu, sodass ich nicht nur 3, 4 Aktien habe, sondern in einer guten Marktphase zum Teil 5, 6, 8 oder 10 Aktien in meinem Portfolio habe, angefangen aus dem Minutenchart bis hin zum Tageschart. Das ist auch eine Art des Pyramidisierens, aber eben nicht in ein und demselben Wert, sondern in unterschiedlichen Werten. So, Entschuldigung nochmal für den Ausfall, ich wusste plötzlich nicht mehr, wo ich war und dann lieber einmal nachfragen, aber Pyramidisieren ist prinzipiell gut, nur in Aktien, finde ich, ist es besser, dass man es auf mehrere Werte verteilt, weil A, können wir mehr Gewinn vielleicht machen, aber B, wir teilen auch unser Risiko. Das ist ja eigentlich das Wichtigste im Trading, dass wir mit möglichst wenig Risiko im Markt sind. Ja, und das, was du angesprochen hast, finde ich also auch sehr, sehr wichtig. Ne? Also beispielsweise, man, was Risiko-Money-Management angeht, ne? Man riskiert beispielsweise jetzt 1% des Kontos pro Trade, ja, und hat aber auch ein Gesamtrisiko im Blick. Das heißt, wenn man jetzt 5 Positionen gleichzeitig offen hat, riskiert man ja insgesamt 5% dann, ist aber eine Position schon im Gewinn und man zieht den Stop-Loss auf Break-Even nach, dann kann man natürlich eine 6. Position eröffnen und wenn die wieder im Gewinn ist, Stop auf Break-Even, dann eine 7. und so weiter. Also so kann man ja auch vorgehen, um dann die Anzahl der Aktien zu erhöhen. Ja. Weil man kein neues Risiko im Prinzip oder kein größeres, also das Risiko nicht mehr vergrößert damit. Ja, das macht durchaus Sinn. Also. Ja, also da gibt es ja verschiedene Strategien, wie man da mit Risiko-Money-Management umgehen kann.
Jetzt noch ein paar kurze Fragen sehe ich gerade. Zum Beispiel, ja, kann man auch mit dem Ninja Trader bei CapTrader handeln? Das kann ich beantworten. Das geht. Ja, ist auch über die API-Schnittstelle anzubinden. Das ist also genauso machbar wie hier mit dem Agena Trader. Dann, ob die Facebook-Gruppe eine geschlossene Gruppe ist oder offen für alle. Also es gibt sogar zwei. Es gibt einmal eine offene Facebook-Seite. Da kann im Prinzip jeder, ohne dass er sich anmelden musste, rein. Und zwar heißt die Markttechnik erfolgreich handeln, die Facebook-Seite. Kann man einfach hier oben eingeben und dann landet man im Prinzip hier auf der offenen Seite. Dann kann man allerdings auch, gibt es auch eine geschlossene Gruppe, braucht man eigentlich nicht, sich nur anzumelden und dann wird es im Prinzip am nächsten Tag sofort freigeschaltet, sodass man dann auch in die geschlossene Gruppe kommt. Der Vorteil in der geschlossenen Gruppe ist, man kann halt eben auch Fragen stellen zu bestimmten Dingen oder wenn man mal bei einem Chart nicht genau weiß, wie man damit umgehen möchte, kann man natürlich auch hier Fragen stellen und ich lade hier natürlich auch schon mal vielleicht ein Video mit hoch. Okay. Dann eine interessante Frage, ob du auch jetzt Einzelaktien handelst, die jetzt gegen die Marktrichtung sich stellen. Also beispielsweise Gesamtmarkt ist jetzt short und du gehst aber mit Einzelaktien long, weil das Einzelchartbild halt jetzt long aussieht. Oder ob du das gar nicht machst. Ich würde sagen, in 98% der Fälle mache ich es nicht, weil es ist einfach viel, viel einfacher, wenn jetzt der Gesamtmarkt wirklich extrem short ist. Ich sage jetzt mal wie im Januar zum Beispiel, dann macht es wenig Sinn aus meiner Sicht, jetzt unbedingt eine Long-Aktie herauszusuchen, weil ich müsste ja im Prinzip die 5% Aktien finden, die dann tatsächlich auch nach oben laufen. Also gerade wenn Märkte stark fallen, ist es so, dass häufig auch die Aktien, die besonders stark sind, dann vielleicht nicht gerade unter Druck geraten und sehr stark fallen, aber sie machen jetzt auch nicht unbedingt neue Hochs in diesem Moment. Und deswegen glaube ich, dass es einfacher ist, in einem Short-Markt eigentlich besser Short-Aktien zu traden, in einem starken Long-Markt häufig auch starke Longs. Wenn wir allerdings so eine Seitwärtsmarktphase haben, und das ist etwas, wo wir zum Beispiel auch in den Workshops immer darauf eingehen, wo man so versuchen kann, eine marktneutrale Strategie zu fahren, da macht es dann durchaus Sinn. Aber ich sage mal, in ganz klaren Trends, Long oder Short, würde ich eigentlich immer auch auf dieser Seite bleiben. Gibt es auch Phasen, wo du sowohl mit einigen Aktien long bist und mit anderen short? Ja, das ist dann diese marktneutrale Strategie, die ich fahre. Das sind dann sogenannte Seitwärtsmärkte, in denen wir uns befinden. Die hatten wir zum Beispiel 2014 im DAX, zwar mit einer riesigen Spanne von 10.000 auf der Oberseite und knapp unter 9.000 auf der Unterseite. Da macht es durchaus Sinn, solche Long-Short-Strategie zu fahren. Das heißt, ich werde dann mit meinem Screener die stärksten 3 bis 5 Werte raussuchen, die auf der Long-Seite handeln und die 3 bis 5 schwächsten Werte gleichzeitig auf der Short-Seite, das heißt, ich werde in den Seitwärtsmarkt trotzdem es schaffen, eine doch recht ansehnliche Performance erreichen zu können. Oder alternativ mit Optionsstrategien. Ist natürlich auch machbar in einer Oder neutralen alternativ Phase. mit Optionsstrategie, das ist jetzt, genau, das ist seit letztem Jahr, letzten Sommer mit dazugekommen. Das ist natürlich eine gute Phase im Optionsbereich, das dann tatsächlich zu kombinieren, das Ganze. Dazu morgen auch ein Webinar, Markttechnik trifft Optionshandel. Genau, das passt ja auch zu dem Thema das Beste aus zwei Welten sozusagen. Genau. Ja, da kam auch eine Frage zu, wenn jetzt jemand sich schon für die Reihe das Beste aus zwei Welten angemeldet hat oder daran teilnimmt, ob dann für ihn auch noch die CFD-Reihe interessant ist. Also, oder ob es vom inhaltlich Überschneidungen gibt oder ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was Ja. zu sagen. Ja, es wird auf jeden Fall Überschneidungen dazu geben. Muss es immer so sehen. Also, wir haben bei Das Beste aus zwei Welten, es ist ja eine 10-teilige Serie, die zur Hälfte von meinem Kollegen Jens Raabe gehalten wird, wo es da hauptsächlich um Optionsgeschichten geht und mein Teil eben auch etwa 5 Teile eben zu dem Bereich Markttechnik und wo wir das Ganze zusammenführen, wann es macht es eigentlich mehr Sinn, markttechnisch zu handeln, die andere Seite, wann lohnt es sich besser, Optionen zu handeln, wo auch Optionshändler manchmal sagen können, okay, es lohnt sich eigentlich gar nicht, Optionen zu schreiben. Das heißt also, hier haben wir etwa 5, 6 Stunden, so ähnlich wie im CFD-Bereich jetzt hier auch. Also es gibt wirklich große Überschneidungen, was vielleicht viel mehr Sinn macht, ist dann tatsächlich die Webinar-Reihe, die wir letztes Jahr im Herbst hatten. Dazu gibt es auch eine DVD jetzt ab übernächste Woche, kleines Konto Großhandel, weil wir da wirklich fast 20 Stunden uns rein mit der Markttechnik beschäftigen. Also ich würde es, Okay. glaube ich, nicht doppelt buchen, das Beste aus zwei Welten und den CFD-Kurs. Okay, gut. Dann eine Frage noch kurz, ob du Pivot-Punkte nutzt? Nein. Okay, ja, eine klare Antwort. Gut.
Ja, ich denke, ich bin durch mit den Fragen. Ich denke nicht, dass ich irgendetwas vergessen habe. Noch ganz kurz, ob du den Agena Trader auf einem VPS-Server laufen lässt, war noch, glaube ich, die letzte Frage, die noch offen ist. Ja, ich habe das früher nie gemacht, das auf dem Server laufen zu lassen, weil ich gedacht habe, ich habe es bei mir auf dem Rechner. Ich habe es dann aber im Webinar im November gesehen, auch im Workshop, wo das jemand gemacht hat, fand ich eine super Geschichte. Und ich habe jetzt seit neuestem einen eigenen Server seit Januar bei mir im Büro stehen und das macht wirklich Sinn, das auf dem Server auszulagern, weil dann kann man den Rechner wirklich ohne Probleme auch mal ausschalten und dann auch von unterwegs aus einfach dann auf das Ganze zugreifen. Also das macht durchaus Sinn, das Ganze dann über einen Server laufen zu lassen. Aber ich habe wirklich auch 15, 16 Jahre ohne Serverlösung gehandelt. Das hat auch funktioniert. Das muss man einfach schauen, wenn man wirklich viele unterschiedliche Einsatzpunkte hat, wo man dann plötzlich mit dem Rechner zugreifen will, dann macht es durchaus Sinn, das Ganze zu machen, ne? Ja, definitiv. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das macht Sinn, wenn man auch viel unterwegs ist und so, dann dies auf dem Server auszulagern natürlich. Jetzt kam noch mal eine Frage zu den Webinarreihen. Jetzt, wenn man schon bei kleines Konto Großtraden dabei war, ob es dann noch Sinn macht oder interessant ist, bei erfolgreich CFDs handeln dabei zu sein. Ja, ist natürlich Schaden immer schwierig. kann es Also ja nicht, ich ne? versuche, also bitte? Schaden Also kann es Schaden ja kann nicht. es zum einen nicht, weil man es halt auch wiederholt, klar. Ist natürlich wirklich die Sache, es gibt natürlich immer Überschneidungspunkte. Das ist halt in vielen Webinars, Serien, die man so macht, weil dieses ist natürlich jetzt hauptsächlich auf den CFD-Bereich eben ausgelegt, aber man sieht natürlich an den Themen auch, dass hier natürlich viele Punkte sind, die man vielleicht aus dem anderen Bereich schon kennt. Wenn man natürlich jetzt so eine Kombination fahren kann, wo man sagt, na, ich kann auch vielleicht den Bonus noch vielleicht mitnehmen bei CapTrader oder bei FXWeb und ich kann das Ganze dann, ich sag mal, für 140 € mitnehmen, da macht es vielleicht durchaus Sinn, auch nochmal eine Wiederholung dessen, weil man ja auch wieder Fragen stellen kann. Das heißt, wir haben hier eine begrenzte Teilnehmerzahl auch, damit man auch wirklich die Möglichkeit hat, dann auch, dass die Fragen, so wie jetzt hier auch beantwortet werden. Das ist ja auch immer eine ganz wichtige Sache, dass man nicht nur Theorie bekommt, sondern eben auch die praktische Seite. Also wie gesagt, es gibt immer Überschneidungspunkte in diesem Bereich. Also wenn man jetzt wirklich einen ganzen Schritt weitergehen möchte über das, was wir da gemacht haben, dann bietet sich es eigentlich an, irgendwann in diesen nächsten Schritt dann auch zu machen und dann tatsächlich entweder über ein Coaching oder einen Workshop zu gehen. Okay, wunderbar. Ja, eine Frage kam jetzt noch rein. Gibt es eine Mindestvola im Index für den Einzelaktienhandel? Da weiß ich jetzt nicht ganz, wie die Frage gemeint ist, aber Ist mir jetzt auch nicht ganz so bewusst. Also ich sag mal klar, die Optionshändler, die schauen natürlich schon immer auf die Vola, aber damit habe ich ja erstmal prinzipiell nicht so ganz viel zu tun. Ich schaue halt immer, wie läuft der Markt, habe ich einen sauberen Trend und dann finde ich in der Regel immer sehr, sehr trendstarke Aktien. Dafür nutze ich, wie gesagt, hier mein Screening-System, das Sechs-Phasen-Modell und da bekomme ich im Prinzip immer sehr schnell die Aktien herausgefiltert, die in ganz, ganz sauberen Trends verlaufen, die auch eine recht gute Performance dann aufweisen, weil das ist, glaube ich, wichtig, dass man diese Werte dann erkennt. Aber ob der Index jetzt in den letzten 4 Wochen jetzt 2% gemacht hat oder 3%, spielt bei Einzelaktien in der Regel nicht so die große Rolle. Wichtig ist eigentlich nur, dass wir einen sauberen Trend haben. Ja, definitiv, das sehe ich eigentlich genauso. Ja, da sind wir durch mit den Fragen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Mario, für das wieder sehr, sehr interessante Webinar. Wie gesagt, am Mittwoch haben wir schon den nächsten Termin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wieder um 18 Uhr. Ich kann da auch gerne nochmal ganz kurz das eben nochmal ganz kurz zeigen. Moment. Dann wechsle ich den Bildschirm. Da kann ich die Termine nochmal eben einblenden. Die finden Sie ja bei uns auf der Homepage, sowohl bei FXWeb als auch bei CapTrader. Da ist der dritte Teil unserer gemeinsamen Webinarreihe Erfolgreich CFDs handeln. Und ja, wie gesagt, am 6.4. um 18 Uhr ist dann das nächste gemeinsame Webinar. Ja, ansonsten war es das von meiner Seite. Mario, nochmal vielen Dank. Und ja, Sehr gerne. ich zeige nochmal ganz kurz auf unserer Homepage. Wo Sie dann auch das Video finden, was wir, das Webinar, das haben wir ja aufgezeichnet. Und Sekunde, muss ich mal eben wechseln. Ich hoffe, man kann meinen Bildschirm jetzt sehen. Ja, also wie gesagt, dort finden Sie die Termine.
der nächsten Webinare und das aufgezeichnete Video finden Sie auch im Bereich Training unter Videos, dort wo auch die anderen Webinare, die wir aufgezeichnet haben, zu finden sind. Ja, vielen Dank nochmal. Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und ich würde mich freuen, Sie erneut bei einem der nächsten Webinare begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.